Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sherlock Holmes. Und ja, wir sind immer noch dabei, den Fall zu lösen. Haben sich gegen 9:30 mit Albert im Saathaus. Albert traf Monty Kuhn und Martin Harnisch im Saathaus. So. Um ca. 20 vor 10 gingen Harnisch und Monty Kuhn in den Hinterhof. Nach 10 Minuten setzte Kuhn seine Inspektion fort und betrat das Wüstenhaus. Harnisch kehrte zurück ins Saathaus. Er hatte um 10 Uhr eine Unterredung mit Miss White. Miss White hielt sich bis 10.40 Uhr im Labor auf, als sie dann schließlich... Ach ja, genau. Dann das. Sah sich Labor, als sie dann schließlich Harnisch und Albert um 10.40 Uhr. So. Harnisch lief sofort zu Albert, das war gegen 10:30 Uhr. 10.30 Uhr. Albert hat sich den ganzen Morgen im Saathaus um 10 nach 10 sah er, wie Harnisch zu seinem Gespräch kam. Albert hielt sich den ganzen Morgen im Saathaus auf. So. Let us summarize. Montague Dunn was poisoned inside the colonial collection room. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Martin Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the colonial collection room. Given that he was club-footed, it is doubtful. Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock the door. More than enough time. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. Da verbinden sich sehr, sehr viele. Wenn wir jetzt das nehmen. Ja, da sieht man es doch schon. White ist
eine Komplizin. Margaret White war Martin Hamischs Komplizin bei dem Mord am Montague. Ihre beruflichen Ambitionen und ihre persönliche gesellschaftliche Situation hatten unter ihrer Trennung von June gelitten. Keine Gnade für White. Miss White ist eine gefährliche Frau, die einen raffinierten Mord zu verüben in der Lage ist. Sie flirtet mit Junes Sohn Albert und trieb später Martin Hamisch in den Selbstmord. Sie verdient den Tod am Gallen. Gnade für Miss White. Miss White ist eine verzweifelte Frau, die sich mit Reichsmännern einlassen muss. Als June sie fallen ließ, beging sie aus Verzweiflung den Mord. Martin hat versucht, sie zu schützen. Sie verdient eine zweite Chance. Keine Gnade. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da sind wir jetzt mal gespannt. Vor allem, ob wir auch richtig liegen. But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining, the deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her. Quietly. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one, and so we must be cautious. All right. You can count on me, Holmes. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. It is difficult to care about someone who is capable of pushing a man to his suicide. It is over, Miss White. The police will be here any minute. Over? Perhaps. One moment you are here, and the next, you are on the other side. The other side? No! Stop! I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Nah. Well done, Watson. She was not faking. Miss White, you have no right to take your own life. Dr. Watson? Did you just save me? Or worse? So! Wir lassen uns mit diesem goldenen Finger jetzt überraschen, ob wir richtig liegen. Wir liegen richtig! Nice! Hätte ich natürlich nicht gedacht, aber gut. 2 von 5 Fällen haben wir richtig abgeschlossen. Das heißt, Entscheidung bestätigen. Und was soll ich sagen?
Ich glaube, jetzt kommt auch nichts mehr. Nee, außer das hier. Ja. Ich hoffe, euch hat dieser Fall gefallen. Jetzt kommt noch ein Fall und dann ist Sherlock Holmes leider schon vorbei. Beim letzten Fall werde ich mir nochmal richtig Mühe geben, dass wir 3 von 3 richtig haben. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein zum nächsten Fall. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag. Bye, bye.